Freunde, was geht? Ja, ich bin noch am Leben, mich gibt es noch und ich darf euch mal wieder zu einem neuen Video hier auf dem Vlogging-Kanal begrüßen. Guck mal, ich komme schon ganz außer Atem, weil ich das gar nicht mehr gewohnt bin, hier vor dieser Kamera zu sprechen. Aber was soll ich euch sagen? Es ist halt relativ schwer, in Zeiten von Corona einen Vlogging-Kanal zu führen, weil der einzige Ort, wo ich mich befinde, ist entweder hier in dem Büro oder bei mir zu Hause und es passieren halt relativ wenig spannende Dinge, wie zum Beispiel irgendwelche Shopping-Trips oder ja, der Content, der halt vorher gekommen ist. Aber falls ihr denn überhaupt noch Bock habt, Freunde, werde ich versuchen, hier auf diesem Kanal wieder regelmäßig Content hochzuladen. Falls ja, meine Freunde, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, weil in der vergangenen Zeit, in der Abwesenheit, haben sich wirklich einige geisteskranke Pieces bei mir zusammengesammelt, eingetroffen, die ich euch ganz gerne zeigen würde. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu gliedern, zu strukturieren. Heute fangen wir an mit dem ersten LPU, aber da sind bestimmt noch Sachen für zwei weitere. Ich denke, die werden wir auch in naher Zukunft sehen. Mal schauen, ob ihr darauf Bock habt. Und ich will jetzt auch wirklich nicht lang um den heißen Brei reden. Wieso, weshalb, warum? Folgt gerne dem Patrick Spector Kanal. Folgt mir auch gerne auf Twitch, weil da sind wir wirklich sehr, sehr regelmäßig und aktiv dabei. Immer montags, mittwochs und freitags gibt es ab 20.30 Uhr einen neuen Livestream. Nichtsdestotrotz müssen wir den alten Grind wiederfinden, weil mir macht es immer noch ultra viel Spaß. Aber was soll ich euch zeigen? Soll ich euch abfilmen, wie ich hier auf der Couch sitze und Cornflakes esse? Macht keinen Sinn. Deswegen fokussieren wir uns auf die LPUs. Dieses Mal mit Stuff, der schon relativ lange bei mir sitzt, aber auch das ein oder andere Produkt ist mit dabei, was erst letzte Woche eingetrudelt ist. Und ich fange einfach mal hier mit dem ersten Teil an. Das ist eine Tasche. Eine neue Duffelbag. Nein, meine Freunde, keine von Louis Vuitton, sondern eine von, könnt ihr es erkennen, eine von Carhartt in komplett schwarz, in einer relativ langen Form. Ich schaue immer mal wieder nach Möglichkeiten, wo man viel Stuff verstauen kann, egal ob man reist oder vielleicht irgendwie ein paar Outfits mit dabei haben will, weil man vielleicht ein paar Instagram-Bilder raushauen will. Es gibt genug Gründe, eine Tasche zu kaufen, meine Freunde. Und da habe ich diese hier von Carhartt eben gefunden, hat mir getaugt, schlicht schwarz. Schwarz war auch nicht allzu teuer. Ich glaube, für die habe ich 55 Euro gezahlt. Passt extrem viel rein. Und wer keine Lust hat, 2000 Euro für eine von Louis Vuitton auszugeben, sollte sich vielleicht diese hier mal anschauen. Ich habe die schon das ein oder andere Mal benutzt und muss sagen, sie erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck. Wie soll es auch anders sein bei so einer Tasche, Freunde? Wir machen weiter mit insgesamt drei, ja, nicht eins, nicht zwei, sondern drei neue Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille davon hat uns wirklich in den Livestreams nahezu verfolgt. Es ist ein Piece von, wer hätte das gedacht, von Rick Owens. Eine Sonnenbrille, wie ich bereits erwähnt habe, die hier in diesem wunderschönen, minimalistischen Leder-Etui daherkommt. Und wenn man das Ganze aufmacht, dann überrascht uns eine, fast weiße, mehr eierschalenweiße Sonnenbrille. Und wenn ich das Ganze aufsetze, dann erkennt ihr selber, dass hier Patrick in seiner ganzen Pracht am Start ist. Diese Sonnenbrille hatte ich wirklich längere Zeit im Visier. Ich wollte sie mir im Sale kaufen für 230 Euro, war dann aber leider zu spät, dass sie sold out war und den regulären Preis von 690 Euro, wenn man halt weiß, dass man die für 230 oder 235 Euro koppen konnte, war ich einfach nicht bereit, dafür auszugeben. Aber kurze Zeit später hat Schnäppchen Patrick dann doch nochmal ein relativ gutes Angebot, nicht so gut wie das erste, aber ein gutes Angebot gesehen und dann kurzerhand zugeschlagen. Ich feiere diese Sonnenbrille wirklich unnormal, müsste aber, wenn es mich nicht täuscht, mittlerweile sold out sein, weswegen vielleicht diese zwei, ich nenne es einfach mal vorsichtig, Alternativen für euch von Interesse sein können. Ich habe mir nämlich zwei Sonnenbrillen der Marke Oakley gekauft, die ich jeweils auch schon bei mir auf Instagram gezeigt habe. Und ich finde wirklich, wenn man das Ganze mal mit dieser hier von Rick Owens vergleicht, geht das auf jeden Fall vibe-technisch in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Beide in dieser futuristischen Aufmachung. Hier einmal eine komplett schwarze und die hat ein graues Gehäuse mit grün-blauen Gläsern. Und hier an der Seite ist das Zeichen auch nochmal in grün gehalten. Ich kann die beide mal aufsetzen. Wie gesagt, die All Black ist ein bisschen kleiner, ein bisschen schlichter. Und die graue hier geht halt mehr in die Richtung von dieser weißen hier. Ich muss sagen, das Spannende hierbei ist,
dass die preislich halt deutlich, deutlich günstiger sind. Ich glaube, ich habe für die schwarze 80 Euro und für die graue 90 Euro gezahlt. Und wenn man das mal sich vergleicht mit einem Retailpreis von knapp 700 Euro, qualitativ mäßig absolut identisch, wahrscheinlich sind die hier sogar Real Talk sogar besser, kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob so eine nicht die bessere Wahl ist. Falls ich die nochmal finden sollte, dann sind die selbstverständlich wie alle Produkte hier aus diesem Video unten in der Beschreibung verlinkt. Vielleicht ist da ja was für euch dabei, weil jetzt sowieso der Sommer ansteht, beziehungsweise der Frühling und der Sommer. Und dann hoffen wir auf gutes Wetter und dann sind Sonnenbrillen immer sehr nice to have. Folgende Schuhe, ja Schuhe sind das jetzt nicht, sondern eher Sandalen, haben wir uns zusammen im Livestream gekauft. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich euch so welche Treter zeige, weil Real Talk, ich habe die Dinger verflucht. No joke, ich weiß immer noch nicht, ob ich sie mag, aber ich habe mir zwei Birkenstocks gekauft. Einmal diese weißen hier aus so einem Kunststoffmaterial, die so ein bisschen den Vibe haben von so einem Zahnarzt oder so. Fand ich aber ganz interessant und mit einer stackenden Hose kann ich mir das auf jeden Fall ganz cool vorstellen. Und dann noch einmal hier als Classic schwarze mit der typischen Holzsohle eben von Birkenstock, die dann allerdings ein bisschen teurer waren als diese Kollegen hier. Ich meine, die müssten preislich so zwischen 20 und 40 Euro und die hier zwischen 40 und 60 Euro liegen. Und das natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ich muss mal schauen, wie ich das Ganze anziehe, wie ich das Ganze kombiniere. Viele haben gesagt, dass die als Hausschuhe auf jeden Fall mega nice sind. Ich weiß aber auch, dass einige von euch die ja im Alltag anziehen. Ich lasse mich da einfach mal überraschen, ob mir das und vor allem wie mir das Ganze taugt und werde ich da auf dem Laufenden halten. Aber auch hier vielleicht eine coole Alternative für den Sommer. Vielleicht hat der ein oder andere keinen Bock, sich irgendwelche Sui-Cokes zu kaufen. Dann kann der die hier sich mal anschauen, weil preislich kann man da absolut nicht meckern. Kommen wir zu einem Schuh, der hier, glaube ich, schon ja wahrscheinlich am längsten von allen LPU-Pieces liegt, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Es ist ein relativ günstiger Sneaker von Adidas und wahrscheinlich hat es jeder von euch mitbekommen, dass dieser Schuh so einen kleinen Comeback hatte, da Leute wie zum Beispiel Jerry Lorenzo ihn getragen haben und dann der so ein bisschen in Hype geraten ist, vorsichtig ausgedrückt, nämlich der Adidas Samba. Ich habe mir jetzt den schwarzen gegönnt, aber auch der weiße ist wirklich extrem nice und ist halt wirklich ein Schuh, der preislich so zwischen 50 und 80 Euro liegt und absolut alltagstauglich ist. Wie gesagt, der liegt hier bestimmt schon bei mir seit Mitte, Ende November oder so, also wirklich schon herbe lange alt, dass ich mir den gekauft habe. Bis jetzt habe ich ihn auch noch nicht angehabt, aber das liegt nicht daran, dass ich ihn nicht feiere, sondern ich warte meistens darauf, euch erst die Sachen zu zeigen und sie dann anzuziehen, weil vorher sind die noch nicht confirmed. Wisst ihr, wie ich meine? Die müssen erst von euch kontrolliert werden und dann kann ich die erst bei mir in den Kleiderschrank aufnehmen. Aber ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu dem Samba sagen. Ist natürlich kein atemberaubender Schuh, ja, wo ich jetzt irgendwie vom Hocker falle. Aber für den Alltag kann man den auf jeden Fall mal auf entspannt rocken. Bleiben wir direkt bei den Schuhen. Und da habe ich mir zwei neue Boots gegönnt. Einer von denen auch extrem gehypt. Oh mein Gott, Freunde, das war wirklich ein Thema, was uns in den Twitch-Livestreams extrem begleitet hat. Deswegen, falls ihr noch nicht bei den Twitch-Livestreams dabei wart, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ha? Vielleicht kann der ein oder andere schon erahnen, was das hier für ein Boot ist, wenn er diesen Karton sieht. Eine Zusammenarbeit zwischen Doc Martens und Rick Owens. Und ich rede natürlich von dem Rick Doc Martens Boots. Ja, Freunde, was soll ich da groß zu sagen? Wilde Collab. Ich habe dazu wirklich ausführlich in den Livestreams was zu gesagt. Und leider war das einer dieser Releases, wo man nur sehr, sehr schwer drangekommen ist. Ich hatte aber tatsächlich Glück und habe mir für Retail schießen können. Ich glaube, 330 Euro hat er gekostet. Wirklich extrem viel Geld für einen Doc Marten. Aber Rick lässt sich natürlich auch nicht lumpen. Und ja, hat da einfach nochmal ein bisschen die Leute ins Portemonnaie greifen lassen. Spaß beiseite. Wo ich ihn jetzt habe, will ich ihn auf jeden Fall nicht mehr missen. Aber ich bin ehrlich zu euch, Resale hätte ich dafür auf gar keinen Fall gezahlt. Ich habe damit auch schon ein Instagram-Bild mit hochgeladen. Also falls ihr das sehen wollt, gerne abchecken. Und ein kleines Detail habe ich gechanged. Und zwar sind beide Laces bei diesem Schuh mit dabei. Einmal hier diese ja, beige-grauen und die schwarzen. Und eigentlich tut man halt nur ein paar Laces dran. Ich habe aber jetzt beide dran gemacht und muss wirklich sagen, dass es mir so sehr, sehr gut gefällt. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der diesen Schuh besitzt und vielleicht taugt euch das Ganze so. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, weil der Schuh dann nochmal so ein bisschen, ja,
uniker aussieht. Aber nicht nur diesen Dock habe ich mir gekauft, sondern ein weiterer, ebenfalls sehr wilder, nämlich diese weißen hier, Freunde. Weiße Docks, wirklich crazy. Ebenfalls mit dieser etwas erhöhten Sohle, ähnlich wie bei diesem hier. Der hat gekostet, ich glaube, 120 Euro, also deutlich günstiger als der hier und ist von der Farbe halt super nice. Ansonsten wirklich sehr, sehr ähnlich zu diesem Schuh hier. Auch seitlich mit dem Reißverschluss hier am Start. Nur halt die Farbe ist anders und diese Laces, also diese Mega-Laces von Ricks sind halt nicht dabei. Aber ansonsten schon ein sehr, sehr ähnlicher Schuh. Ich muss zugeben, dass ich mir diesen hier sogar vor diesem hier gekauft habe. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich sogar noch nicht, dass die eine Collab geplant haben. Aber low-key feiere ich den sogar ein bisschen mehr als den hier vielleicht. Schreibt mir mal gerne eure Meinung diesbezüglich in die Kommentare. Klar, der ist halt sehr, sehr hyped. Und der ist halt, ja, eher so low-key. Aber kann man wirklich mega nice zu einer stagnen Hose anziehen. Ich habe da eine Pants, so eine Wax-Pants drauf angezogen. Fand ich wirklich eine ultra nice Kombination. Und wenn wir gerade schon von Hosen sprechen, habe ich noch zwei Cargo-Pants für euch mitgebracht. Zwei Hosen, die wirklich nicht viel Geld kosten. Und ich habe ja vor ein paar Wochen auf dem Hauptkanal das Top 5 Hosen unter 100 Euro Video gedroppt. Diese hier werden im zweiten Teil auf jeden Fall mit dabei sein, weil für 30 bis 50 Euro kriegt man wirklich sehr, sehr nice Cargo Pants. Einmal hier diese khaki-farbene mit so Bondage-Streifen noch dran, die hier so runterbaumeln, feiere ich wirklich extrem. Ich glaube, die müsste es sogar noch in weiteren Farben geben. Ich habe mich jetzt hier für die grünen entschieden, weil ich die einfach am nicesten fand, aber da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei und wirklich sehr, sehr breit unten geschnitten, schön stackend auf dem Schuh und dann nochmal eine zweite, nämlich hier in diesem Beige-Ton mit noch mehr Taschen an den Seiten. Dieses Mal nicht mit diesen Straps, was ich so ein bisschen schade finde. Dafür hat man hier unten noch mal einen zweiten Pocket, also Pocket unter Pocket, genauso wie auf der anderen Seite und genauso wie gerade eben sehr, sehr weit unten. Ich werde euch auf jeden Fall versuchen, diesbezüglich noch mal ein paar Fit Picks einblenden, damit ihr euch das Ganze besser vorstellen könnt. Aber ansonsten war es das tatsächlich von diesem LPU, Freunde. Ihr wisst gar nicht, wie lange es her ist, dass ich so ein LPU abgedreht habe. Ich war ein bisschen außer Übung, vielleicht hat man es mir nicht angesehen. Aber falls ihr Bock habt, dass der Scooterfeld wieder ein Comeback, an den Tag legt, dann wisst ihr Bescheid, Freunde. Lasst es mich gerne wissen. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, damit ich einfach sehe, ob ihr darauf noch Bock habt. Und falls ja, Freunde, dann versichere ich euch, dass da noch das ein oder andere sehr, sehr wilde Piece bei mir eingetrudelt ist. Oh mein Gott, wir haben wirklich teilweise uns Grails gekauft. No joke, die ein oder andere Jacke ist dabei, die ist wirklich insane, aber ich will nicht unnötig pushen und ich kann es auch gar nicht abwarten, wenn dieses ganze Rona-Thema endlich gegessen ist. Ich endlich wieder mit Kelly etc. nach Düsseldorf und andere Städte fahren kann, damit wir hier wieder nice Videos raushasseln. Ich bin erstmal raus, Freunde. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ja, ich würde sagen, bei 10.000 Daumen nach oben gibt es das nächste LPU. Spaß beiseite. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wenn dieses Video überhaupt 10.000 Views kriegt.